Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Was für eine Art von Spiel soll Prey nun eigentlich werden? Wenn ihr euch diese Frage gestellt habt, seid ihr in guter Gesellschaft. Denn der erste Render-Trailer von der E3 vor einigen Monaten lieferte kaum brauchbare Details. Doch das ändert sich nun. Publisher Bethesda zeigte auf der QuakeCon in den USA erstmals zusammenhängende Gameplay-Szenen. Wir gehörten dem exklusiven Teilnehmerkreis an, der die Präsentation genießen konnte. Im Anschluss hatten wir außerdem die Möglichkeit, die Entwickler von Arkane Studios mit Fragen zu löchern. Was wir zu Prey in Erfahrung bringen konnten, erfahrt ihr jetzt. Guten Morgen, Morgan. Sieht aus, als hätten wir ein paar Tests zu erledigen. In Prey schlüpfen wir in die Rolle von Morgan Yu. Das Opfer fragwürdiger Experimente wacht eines Tages auf der Raumstation Talon One auf und stellt fest, dass diese von Außerirdischen überrannt wurde. Die Alien-Spezies hört auf den Namen Typhoon und kommt in verschiedenen Formen daher. In der Präsentation bekamen wir etwa Mimics zu Gesicht. Diese Kreaturen nehmen die Gestalt gewöhnlicher Objekte wie Kaffeetassen oder Abfalleimer an und attackieren uns dann aus der Tarnung heraus. Ihnen kommen wir nur bei, wenn wir die Umgebung vor uns genau beobachten. Ungewöhnlich platzierte Gegenstände können ein Indiz für Mimics sein. Weit gefährlicher sind aber Phantoms, die sich blitzschnell teleportieren und uns so in den Rücken fallen. Gegner, die sich in Kaffeetassen verwandeln? Hört sich zunächst nicht nach einem echten Prey an. Lead-Designer Ricardo Baer erklärt, wo Prey an das Originalspiel anknüpft. Was beide Spiele gemeinsam haben, ist das übergreifende Konzept. Nämlich die Idee, dass es auf einer Raumstation spielt, du gegen eine außerirdische Bedrohung ums Überleben kämpfst und es sich um Science-Fiction handelt. Das ist grundsätzlich der Punkt, an dem die Gemeinsamkeiten aufhören. Der Name Prey passte gut zum Konzept, an dem wir arbeiten. Aber abgesehen davon ist Prey von Grund auf eine Neuinterpretation. Die Unterschiede zeigen sich auch in der Spielstruktur. Prey entlässt uns nämlich in eine Welt, die einem von Beginn an komplett offen steht. Hier treffen wir auf andere Überlebende und können von ihnen sogar Nebenmissionen annehmen. An einige Winkel von Talos One gelangen wir aber nur mit den richtigen Fähigkeiten oder passendem Werkzeug. Wenn wir uns etwa ein Schubsystem zusammenbasteln, können wir die Raumstation verlassen. Das Herumdüsen im schwerelosen Raum weckt dabei Erinnerungen an Dead Space. Bei Ausflügen außerhalb der Station sollten wir aber stets unseren Luftvorrat im Auge behalten. Um im Kampf gegen Aliens nicht ins Gras zu beißen, müssen wir unsere Waffen kennen. Schraubenschlüssel, Pistole und Schrotflinte gehören zum Standardrepertoire. Interessanter ist da jedoch die sogenannte Glue-Kanone. Die ist eigentlich ein Werkzeug für Wartungsarbeiten und verschießt schnell härtenden Bauschaum. Aliens machen wir damit schnell kampfunfähig. Der Klebstoff ist aber auch auf andere Art und Weise nützlich. Damit können wir etwa auch brennende Rohre und unter Strom stehende Verteilerkästen versiegeln. Außerdem können wir mit dem Bauschaum eine Brücke formen, um etwa ein Büro in der zweiten Etage zu erreichen. Im Kampf helfen uns außerdem unsere vielseitigen Fähigkeiten weiter. Die erlernen wir mit Hilfe von Neuromods. Das sind Implantate, die wir uns an bestimmten Stationen ins Auge stecken. Einige Neuromods können wir nur von Aliens erbeuten, indem wir sie studieren. Co-Creative Director Raphael Colantonio erklärt das Feature folgendermaßen. An einem bestimmten Punkt findest du einen Gegenstand namens Psychoscope, das Wissenschaftler der Station verwendet haben, um die Aliens zu studieren. Wenn du eine Spezies siehst, deren Kraft dir gefällt, musst du mehrere Exemplare der gleichen Art studieren, bevor die Fähigkeit freigeschaltet wird. Auf diese Weise machen wir uns etwa die Tarnung der Mimic-Aliens zu eigen und nehmen zum Beispiel selbst die Gestalt einer Kaffeetasse an. So albern es auch klingt, das ist nicht nur witzig, sondern hat echten Mehrwert. Denn in der Form können wir durch kleine Öffnungen schlüpfen und so zu neuen Bereichen der Raumstation vordringen. Wir hoffen, dass die Entwickler das Feature für knifflige Puzzles nutzen. Auch ein Crafting-System fehlt in Prey nicht. Ricardo Baer erklärt, wie es funktioniert. Stell dir eine Science-Fiction-Version eines 3D-Druckers vor. Grundsätzlich hat jeder Gegenstand, den du im Spiel aufsammeln kannst, eine Blaupause. Wenn du die Pläne für Objekte wie ein Arzneimittel, Schrothülsen oder Pharmazeutika findest, kannst du diese selbst herstellen. Auch dafür sind Rohstoffe nötig.
or certain like pharmaceuticals or whatever, then you can craft those yourself. Mit dem mobilen Recycler-Sprengsatz kannst du Objekte in der Umgebung in ihre Bestandteile auflösen. Bringst du die Komponenten dann zum Drucker, kannst du mit dem entsprechenden Plan endlos viele Gegenstände des gewünschten Typs herstellen. Crafting soll zum unverzichtbaren Bestandteil von Prey werden. Waffen und Munition sind auf der Raumstation nämlich rar. Ein Mysterium in Prey bleibt nach wie vor die Story. Wer ist Morgan? Wie kam er auf die Raumstation? Und woher kommen die Außerirdischen, die sich überall auf der Talon One breit gemacht haben? Was hat es mit dem Traum auf sich, den er im Gameplay-Trailer erwähnt? Fragen, auf die die Präsentation keine Antworten lieferte. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es. Unsere Neugier ist jedoch geweckt, denn Prey scheint uns geradezu einzuladen, mit Waffen und Fähigkeiten zu experimentieren. Außerdem hält der Schauplatz augenscheinlich viele Geheimnisse bereit. Wir sind gespannt, welche Details die Entwickler bis zur Veröffentlichung im Jahr 2017 noch lüften.